Im Finale der deutschen Fußballmeisterschaft im Jahre 1954 war es der erste FC Kaiserslautern, der als klarer Favorit in die Partie ging. Im Hamburger Volksparkstadion fiel erwartungsgemäß nach 13 Minuten der 1:0-Führungstreffer für die Elf um den legendären Fritz Walter. Doch die 96er, unterstützt von 20.000 mitgereisten Anhängern, merkten schnell, dass an diesem Tag alles möglich schien. Und Hannes Scotz sorgte kurz vor der Halbzeit für den 1:1-Ausgleich. Angetrieben von Herzblut und Siegeswillen erzwang die 96-Elf kurz nach dem Seitenwechsel ein Eigentor. Heinz Wewetzer, Helmut Krul und Rolf Pätz schossen am Ende einen deutlichen 5:1-Sieg heraus und sorgten so für einen unvergesslichen Augenblick für die Elf um Trainer Helmut Pfiffi Kronsbein. Da stürmt Wewetzer heran, Tor und es steht 3:1. 81. Minute. Ein Schuss von Wewetzer springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover. 4 Minuten später ein neuer Kopfball, diesmal von Pätz, und 5:1 hat Hannover 96 den ersten FC Kaiserslautern geschlagen. Überglücklich die erfolgreichen Norddeutschen. Landesvater Hinrich Kopf liegt Trainer Kronsbein in den Armen. Die fairen Verlierer aus Kaiserslautern. Zum ersten Mal seit 16 Jahren wurde mit Hannover 96 wieder ein norddeutscher Verein deutscher Fußballmeister.